Hallo zusammen, ich bin Alessandra Hensel und als überregionale Energiefeldkoordinatorin begleite ich Regionalgruppen in Baden-Württemberg. Und in diesem Tutorial widmen wir uns der Frage, wie können Interessierte zu Aktiven werden? Die Idee der Gemeinwohlökonomie an sich interessiert viele Menschen. Das heißt, das Wissen ist da, dass in der Wirtschaft etwas verändert werden muss, um nachhaltiger und auch fairer zu leben. Das bedeutet, das Interesse ist da und die Herausforderung, der wir jetzt gegenüberstehen, ist die, wie können wir das Interesse in Engagement umwandeln, also die Intention in Handeln verwandeln und die Interessierten zu Aktiven machen, sodass sie auch ihre Zeit und ihre Energie in die Bewegung der Gemeinwohlökonomie investieren. Im ersten Schritt wollen wir also die Interessierten in die Bewegung der Gemeinwohlökonomie sinnvoll integrieren und auch in die Regionalgruppen. Und wir wollen, dass die Interessierten sich in den Regionalgruppen wohlfühlen und dass sie eine angenehme Atmosphäre erleben. Was wir immer im Hinterkopf behalten sollten dabei ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und anders ist. Das bedeutet, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten, hat andere Bedürfnisse, möchte sich in unterschiedlichen Themenbereichen einsetzen, hat auch unterschiedlich viel Kapazitäten, die sie in die Gemeinwohlökonomie investieren möchten und sie haben auch unterschiedliche Arbeitsweisen und möchten in einer unterschiedlichen Arbeitsatmosphäre arbeiten. Das bedeutet, wir haben leider kein standardisiertes Rezept, das wir nutzen können, um Interessierte zu binden. Wichtig ist es deshalb, dass wir zu Beginn zuhören, dass wir herausfinden, was sind die Erwartungen und was brauchen die Menschen, damit sie sich in den Regionalgruppen einsetzen können und auch, dass sie sich in der Gemeinwohlökonomie zurechtfinden. Und ihr als Regionalgruppenkoordinatorinnen und auch als Gruppe könnt eben diese Rahmenbedingungen dafür setzen. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Kapazitäten ihr habt und abhängig davon, wie groß das Ausmaß dieser Erwartung der Interessierten ist. Um herauszufinden, was die Interessen sind und auch die Interessierten besser kennenzulernen, können die Regionalgruppen oder könnt ihr als Regionalgruppe ein Interessiertentreffen organisieren. Am besten ein separates Treffen, entweder vor eurem Plenum oder vor eurem offenen Treffen oder auch ein komplett losgelöstes Treffen für die Interessierten. Und dabei ist es wichtig, die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten, also keinen offiziellen Charakter zu vermitteln, sondern eine lockere Atmosphäre zu schaffen und sich auf die Interessierten zu konzentrieren und das beispielsweise auch in einem Lokal. In dem Informationstreffen oder in dem Interessiertentreffen könnt ihr den Interessierten dann Informationen geben, wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit vor oder was gibt es gerade zu tun, wo braucht ihr Unterstützung, aber auch, wie schon erwähnt, fragen, was sind eure Interessen und wo möchtet ihr euch gerne einsetzen, sodass es eben von beiden Seiten aus zusammenpasst. Und wir waren ja alle mal neu bei der Gemeinwohlökonomie und wissen, dass es am Anfang alles etwas viel ist. Und deshalb ist es sinnvoll, ein paar Infomaterialien mitzugeben oder auch im Nachgang einen Link per Mail zu versenden, dass die Interessierten auch nochmal nachlesen können. Ratsam ist es, das Interessiertentreffen zu etablieren, fest zu etablieren und dann auch in regelmäßigen Abständen zu organisieren. Ihr als Regionalgruppenkoordinatorin müsst dabei nicht die ganze Arbeit machen. Ihr könnt auch gerne Aktive dazu holen, die euch unterstützen, beispielsweise indem sie das Interessiertentreffen führen oder aber auch die Rolle als Tandempartnerin einnehmen, um als erste Ansprechpartnerin da zu sein für die Interessierten. Viel Spaß beim Wandeln!